Ja, Sali Rubi, Sali, freut mich, dass du auch da bist. Was bist du? Ich bin der Hans-Peter von Riechen. Vor über 30 Jahren wohne ich schon zu Riechen. Wie alt bist du? Ja, das sage ich niemandem, muss ich selber schätzen. Aber ich mache auch Musik, wie du, ich bin Gitarre. Machst du nachher eine Aufnahme von mir, wenn ich Samba mache? Mach ich Sali, Sali Milani. Erzähl mal etwas über dich. Ich hab's vergessen. Wer kennst du da, Hans? Wer kennst du da? Zum Musik machen. Aha, du bist Musiker? Ja, also mit ihm. Also was spielst du für ein Instrument? Wespret. Ich hole gerade. Hörst du mal, könntest du einen Ich hab gefallen. Leni! Leni! Willst du nicht abholen? Ja. Schau mal vor bei dir. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Mit der Milch. Milch, ja. Ja. Mit der Ei. Ei. Mit der Leit, kann das sein. Milch. 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 Ja, é. Não, não fala da minha receita, não, que não tem maisena, não, meu filho. Mas isso tem, né? Mas aqui não é. Não. Cara, não é eu. Eu falei que não vou temperar a carne. Não, gente, tem que temperar. Calma, mulher, a carne não pode temperar tudo assim, não, que fica salgada, tem o tempo certo a carne. Não pode temperar a carne. Eu tô falando com vocês. Caralho, eu deixo. Oh, meu Deus, o homem tá aqui tirando. Ah, você tá filmando. Das Rindfleisch, das ist. Ja, das ist picanha. Das ist eine brasilianische Spezialität. Ja, ja. Wie heißt das mit diesem. Mit Leni. Wie heißt das Essen? Churrasco. Churrasco. Ja. Und das ist Bratwurst und was ist noch drin? Bratwurst und Fleisch? Ja, Fleisch. Und Zwiebeln? Ja, nein, keine Zwiebeln. Mit Salat, Tomaten. Das ist eine Vorspeise, oder ist das? Mit Mandioca. Mandioca. Ah, was ist Mandioca? Was ist das? Das ist ein Gemüse. Spezialität Kartoffel. Ah, so. Ja, aber das. Also, das ist die. Mit einem offenen Feuer, nicht? Aha. Das ist im Prinzip eine Symbiose zwischen einem Webergrill, der eine Kugel ist, und einem offenen Feuer, nicht? Ich erzähle einen Witz. Ich erzähle einen Witz.
Es ist einmal einer in ein Blumengeschäft gegangen und hat für seine Frau einen Strauss kaufen. Ein Strauss Gladiolen, nicht? Es kommt ins Blumengeschäft und sagt sie Frau Lenny, Chrissi, Frau Lenny, ich hätte gerne einen Strauss Gladiolen. Das heißt für einen Halt, nein, das ist nicht gerade die Abo, das heißt Gladiolen. Das heißt, das ist anders in der Heizkörper. Schöne Wohnung, ne? Stop.
Das ist nur... Da liegt etwas von dieser dunklen Jugend.